Das Mindeste, was wir auf diesem Gebiet jetzt, sofort und gleich brauchen, sind die Verbote von all den Tierversuchen, wo die Belastungen mit Schmerzen, Schäden, Leiden für die Tiere in eine Kategorie eingestuft werden, die für den Menschen als unerträglich gelten. Das ist heute noch möglich und das muss sofort verboten werden. Es gibt keine Rechtfertigung dafür. Dass wir die Einführung des Verbandsklagerechts brauchen, ist heute schon mehrfach gesagt worden. Dann wäre nämlich der Deutsche Tierschutzbund, dann wäre der Tierschutzverein Berlin, dann wären die Tierversuchsgegner Berlin-Brandenburg alle in der Lage, immer dann, wenn die Rechte der Tiere verletzt werden, wirklich Klage zu erheben. Wir brauchen es unbedingt. Wir wissen also noch unendlich viel zu tun. Wir müssen zusammenstehen, um etwas zu erreichen, denn der Satz stimmt, Tierversuche gehören zu den grausamsten Tierquälereien unserer Zeit. Das muss sich ändern, dafür wollen wir einstehen, dafür sind viele notwendig. Viele, wie hier auf der Demonstration. Wir brauchen uns alle gegenseitig, lasst es uns gemeinsam versuchen, dieses Elend endlich zu beenden. Jetzt macht noch mal richtig Rabatt, damit der Alex noch mal will. Hopp, hopp, hopp! Tierschutzpolitik gibt. Denn wir haben begriffen, wie Undine Kurz sagt, man erreicht nur etwas, wenn man zusammensteht, wenn man Schulterschluss hat. Das wissen wir im Deutschen Tierschutzbund, das wissen wir hier in Berlin. Das sieht man heute an einem Tag wie diesem. Wenn wir zusammenhalten, können wir viel erreichen. In diesem Jahr haben wir unsere Stimme und ich hoffe, ihr macht alle das richtige Kreuzchen an der richtigen Stelle. Das letzte Wort soll dem Gastgeber gehören. Noch einmal dem Ehrenpräsidenten des Deutschen Tierschutzbundes. Hier ist Wolfgang Apel. Liebe Freunde, nochmal, herzlichen Dank, der Präsident hat gesagt, jeder Tag muss euch ein Tag sein. Wir versprechen das jedenfalls für uns, dass wir uns daran erinnern und an euch erinnern, dass ihr euch dafür bereithaltet, mit uns zu kämpfen. Lasst mich noch zwei Dinge sagen. Ihr wisst, wir haben Riesenprobleme mit den Affenversuchen in Bremen. Es ist uns gelungen, die Affenversuche, die geplanten an der Charité in Berlin zu verhindern. In Bremen hat, und da muss man mal der Politik Danke sagen, die gesamte Politik gesagt, wir entziehen den Forscher die Genehmigung. Und unsere blinden Gerichte sagen, das Startziel ist nicht so viel wert und machen sogar ein Urteil, indem sie keine Revision zulassen. Bitte, auch wo Sie Möglichkeiten haben, oder wo Sie irgendwelche Verbindungen haben, greifen Sie mit ein und versuchen Sie, die Gerichte davon zu überzeugen. Die Richter, die richten gegen Tiere, dass sie sich eines Besseren belehren lassen. Und unterstützen Sie uns dabei, dass wir in Bremen auch weiter alles tun, um Herrn Kreiter wegzubekommen. Und in Berlin sage ich nochmal, das ist ein stimmungsvolles Bild. Wir verabschieden uns hier mit Sicherheit nur für heute. Wir sehen uns demnächst wieder. Und ich hoffe auch, wie das alle Vorredner gesagt haben, passen Sie auf, welchen Politiker Sie trauen und die Stimme geben können. Zumindest zur Bundestagswahl, die ja bald ansteht. Und in den Bundesländern fordern wir das auch. Aber das brauchen wir nicht von Berlin aus zu tun. Herzlichen Dank, dass ihr da wart und kommt bald wieder. Unterstützen. Danke an all die vielen Vereine und Verbände, die sich unserem Aufruf angeschlossen haben. Danke dem Deutschen Tierschutzbund, dem Bündnis Tierschutzpolitik und
Stufe. Kommt noch hoch zu uns auf die Bühne, Brigitte, so viel Zeit muss sein. Und jetzt, ihr Lieben, macht noch einmal richtig krass. Hopp, hopp, hopp. Wir versuchen Stopp. 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 Hier beenden werden. Überall sind unsere Zelte aufgestellt. Überall könnt ihr euch mit Infomaterial eindecken. Nehmt so viel mit, wie ihr tragen könnt. Tragt diese Botschaft raus in die Stadt. Tragt sie zu euren Freunden, in eure Familien. Sorgt dafür, dass wir immer, immer mehr werden. Und hier ist sie, Brigitte Jenner. Und hier ist sie. Das hier alles von oben zu sehen, ist großartig, muss ich sagen. Das kann man von unten gar nicht abschätzen. Toll, toll, toll. Jo, und in diesem Sinne, vielen, vielen Dank. Könnten wir weiter und gebt den Tieren eure Stimme. Toll, dass ihr dabei seid. Und jetzt schaut euch um, nehmt Material mit, gebt den Tieren eure Stimme. Danke, dass ihr bei uns seid. Und danach kommen die Wakewoods und sorgen nochmal für richtig gute Stimmung hier auf der Bühne.